Ja, nach dem 21. September haben wir dann die Herbstmilch. Und ja, das ist eine ganz besondere Milch, weil da haben wir den Wandel in der Milch nochmal vom Sommer bis quasi zum Winter hin, kann in der Herbstmilch als Geschmack vorkommen. Ja, wir haben noch den klassischen Altweibersommer. Die Tiere fressen wirklich ausschließlich Gras, dann ist es halt die Sommermilch. Dann haben wir aber schon mal Tage, wo die Sonne nicht so schön scheint, es regnet und die Kühe gehen gerne dann halt an den Futtertisch. Wir bieten dann schon Winterfutter mit an und fressen dann Winterfutter. Dadurch wird die Milch dann halt kräftiger vom Geschmack, geht eher in die Richtung Wintermilch schon. Das ist das Besondere, diese große Bandbreite im Geschmack der Herbstmilch.